Hier soll er aufgebaut werden, der neue Altar des Hildesheimer Doms. Zentimetergenau und mit der Wasserwaage einjustiert, bringen die Handwerker das Grundgerüst in Position. Ganz bewusst hat sich das Hildesheimer Domkapitel für diesen schweren Altar aus Kalkstein entschieden. Der Stein, aus dem dieser Altar ist, ist 150 Millionen Jahre alt. Wir bringen ihn in den Dom, um zu sagen, unser Glaube greift viel weiter als die 2000 Jahre, seit Jesus auf dieser Erde als Mensch lebte. Unser Glaube sagt etwas über die ganze Schöpfung, die Gott in seinen Händen hält. Und der Stein bringt auch zum Ausdruck, dass er Christus gekreuzigt wurde auf dem Steinhügel Golgotha. Und wir feiern ja diese Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesu in der Eucharistie auf diesem Altar. Der renommierte Bildhauer Ulrich Rückriem hat den Altar gestaltet. Die Altarplatte und die beiden Sockel stammen aus einem 5 Tonnen schweren Steinblock, den der Künstler zunächst in der Mitte horizontal gespalten hat. Das ist dann der Vorgang, den Rückriem in allen seinen Arbeiten verwendet. Dieser Stein lässt sich horizontal sehr gut spalten. Er wird in der Mitte horizontal gespalten, wieder mit der Methode Löcher gebohrt, Keile eingetrieben, aufgespalten. Wenn man Glück hat, geht er so wie der relativ horizontal die Spalte durch. Die untere Hälfte wird wieder in 3 gleiche Segmente geschnitten, das mittlere Segment rausgenommen, dann entstehen die beiden Sockel oder die Füße links und rechts. Noch fertig, dann kommt die Platte wieder drauf und dann steht der Tisch. Doch so schnell geht es dann doch nicht. Beim Aufbau ist Muskelkraft gefragt, schließlich wiegt die Altarplatte 2,5 Tonnen. Das sakrale Kunstwerk soll auch ein modernes Gegenstück zur mittelalterlichen Kunst im Dom sein. Es gab jahrelange Überlegungen, wie wir einen angemessenen Altar hier im Dom gestalten. Rückriem ist ein sehr etablierter Künstler, der mit sehr schlichten Formen arbeitet. Das passt gut in diesen Dom hinein, der ja nicht von Verzierungen lebt, sondern von einer sehr klaren, schlichten Grundform. Und wir meinten, wir müssten zu den großen historischen Kunstwerken, Christussäule, Bernwardkür, Hezilo-Leuchter, ein Kunstwerk unserer Zeit dazustellen, um sozusagen da auch den Bogen zu schlagen. Kunst ist immer ein Ausdruck auch von Religion. Heute ist das viel reduzierter und schlichter als in früheren Zeiten. Alles im Lot. Nach 8 Stunden Arbeit ein erfreuliches Resultat. Am 15. August 2014 wird der neue Altar dann bei der Wiedereröffnung des Hildesheimer Doms feierlich geweiht.